Mein Name ist Frederik Eichstätt, ich bin hier mit Chef Meißel auf dem Weißbierfest. Servus erstmal. Servus. Ist ja schon ganz gut was los. Schaut ein bisschen anders aus als die letzten Jahre. Wie zufrieden bist du jetzt mit der neuen Location? Also ich bin super zufrieden. Ich konnte es die ganze Zeit von meinem Büro aus beobachten. Und es ist echt so schön geworden und es ist großflächig hier trotzdem wieder irgendwo eng zusammen. Also ich freue mich drauf, bin mal gespannt, was die Gäste sagen. Na gut, dann gehen wir mal ein paar Schritte, würde ich sagen, dass wir uns mal ein bisschen umschauen können. Das Weißbierfest, ich meine, man sieht, hier ist einiges los, da steckt bestimmt auch viel Arbeit drin. Wie viel kommt denn da bei dir davon an? Also wann gehen bei dir die Vorbereitungen los? Gehen die am Montag schon los für nächstes Jahr? Ja, so ist es eigentlich. Also tatsächlich sagen viele, du musst doch jetzt viel zu tun haben. Nee, das Kompliment kann ich an meine Mannschaft geben. Also ich bin dann eigentlich der Entspannteste. Die Mannschaft arbeitet und rackert zwei Wochen vorher, um das festzustellen. Und dann rackert es ja auch durch, um es zu machen. Bei mir geht es dann wieder am Montag weiter. Also die Vorbereitung auf nächstes Jahr. Und da freuen wir uns eigentlich auch schon wieder drauf, weil dann ist wieder Spannung angesagt, was Neues kommt. Du hast es angesprochen, die Mannschaft macht verdammt viel. Also da sind ja sehr, sehr viele Leute beteiligt, die da eben mit ihr Bestes tun, dass es dann eben auch klappen kann. Ich weiß, es fällt schwer, da wen herauszuheben, aber was glaubst du, wer braucht nach Montag erstmal zwei Wochen Urlaub? Ja gut, es ist auf jeden Fall ganz klar der Eddie Bauer, der jetzt das erste Mal ganz alleine die Verantwortung hat. Der ist in der neuen Firma Festler GmbH, die richten es jetzt auch aus. Das läuft wunderbar. Der ist der Kopf des Ganzen. Aber natürlich sind es dann wirklich auch alle fleißigen Hände, die zusammenhelfen. Also bis zum Sanitäter, der da ist, die GSB, der da ist, die hier die Makronen verkaufen, die Bierausschenker, die ganzen Familien, die da sind. Es ist schon echt ein großes Fest geworden. Ja, und auf der Bühne ist ja auch einiges geboten, also auch wieder einige Bands da. Was mich mal interessieren würde, also es ist ja Mickey Krause da, aber auch Leif Eldin oder The Temptations. Nach welchen Kriterien suchst du denn die Bands eigentlich aus? Also Donnerstag ist immer für uns so die Uni-Party und da muss irgendwo so das Motto zusammenpassen, dass also auch die jungen Leute hier richtig feiern können. Am Freitag wollten wir jetzt immer so ein bisschen, haben wir von der Coverband, sind wir weggegangen, zu ein bisschen jüngeren deutschen Bands, wenn es irgendwie geht, also wie Leif Eldin eben. Und am Samstag ist es dann immer so ein bisschen die Old School, die Rock'n'Roll, richtig Gas geben und so, dass Papa und Tochter oder Papa und Sohn hierher kommen können und sagen können, dass ich das nochmal erleben durfte, wie die Temptations eben. Und die Troglauer sind ja dann eh gern gesehene Gäste hier auch. Ja, die Troglauer sind für mich immer der glühende Abschluss. Wenn also die ganzen Studenten in Dirndl und Lederhosen kommen, die Bayreuther dazu, und alle um 18 Uhr, wenn die Almabtrieb machen, auf der Bank stehen, das ist Gänsehaut pur. Ich meine, das Fest ist ja umsonst. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, sage ich mal. Gab es schon mal Überlegungen, das irgendwie anders zu machen oder so? Oder vielleicht dann auch, was die Bands angeht, die kommen, noch aktuell Chart erfolgreichere Leute zu nehmen und dann vielleicht Eintritt zu verlangen? Gab es sowas schon mal? Nein, es ist und bleibt ein Familienfest und ein Dankeschön an Bayreuth und an unsere treuen Kunden. Das wollen wir auch weiter so machen und irgendwo ist die Größenordnung dann auch begrenzt. Und deswegen, wir wollen hier ein ganz lockeres Fest haben mit freien Eintritt. Die sollen das genießen und hoffentlich freudestrahlend heimgehen. Freudestrahlend heimgehen, du sprichst es an. Ist ja auch bei dir selbst was, was du dir auch für dich selbst natürlich wünschst. Ja. Auf was freust du dich denn jetzt an diesen Tagen immer am meisten? Also was ist denn das, was dein Herz auch so ein bisschen höher springen lässt oder dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert? Also einfach der Kontakt zu allen Menschen. Also wenn ich sehe, dass unsere Mitarbeiter und die Familien der Mitarbeiter in den Schankwägen drin sind und ausschenken und dann trotzdem ein Lachen übers Gesicht kommt und die auch glücklich sind, wenn so viele Menschen da sind, das ist natürlich das Schönste. Und wenn dann der Wettergott wirklich mitmacht, wie es jetzt momentan ausschaut, dann ist das eigentlich schon Freude genug. Und wenn man dann am Sonntag noch zum Funrun geht und die Kids sieht, wie die laufen und die Eltern anfeuern und man dann selber beim Laufen ist, dann ist einfach Adrenalin überall, das ist Wahnsinn. Was wirst du denn fühlen, wenn es dann vorbei ist? Also am Montag früh, wenn du aufwachst, was sind da die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen werden? Scheiß Wecker. Man ist wirklich geplättet und müde, obwohl ich natürlich jetzt nicht hier im offiziellen Dienst bin, sondern eher in der Betreuung bin. Man ist natürlich angespannt und ich werde jetzt auch nicht viel schlafen die nächsten Nächte. Und ja, das Lied geht ja, ne? Von Freitag bis Montag war ich drei Tage wach oder drei Nächte wach. Das wird so sein, also Müdigkeit ja, aber hoffentlich eben auch aufwachen mit dem Grinsen, es war wieder ein schönes Fest. Okay, zum Abschluss dann nochmal die Frage, wenn du dann am Montag früh oder Mittag auf unsere Internetseite gehst, was möchtest du denn da lesen? Also was soll denn die Überschrift sein als Fazit zum Weißbierfest? Wieder ein fröhliches, friedliches Fest.
Okay, dann hoffen wir auch das Beste dafür. Dann sage ich nochmal Prost und viel Spaß. Also ich glaube... Schade, dass du nichts bekommen hast. Ja, habe auch die Hände voll, aber habe ja auch was Schönes in der Hand.